Eine skandalträchtige und bis heute erschütternde Oper hat morgen im Theater an der Wien Premiere, Salome von Richard Strauss. Die Inszenierung stammt von Nikolaus Habian, der auch Puppen einsetzt. Er spielt das ORF-Radiosymphonieorchester Wien in einer neuen Fassung, die extra für das Theater an der Wien erstellt wurde. Ein blutjunges Mädchen, das von ihrem lüsternen Stiefvater den Kopf des Propheten fordert. Um Lust, um Macht und um sexuellen Missbrauch geht es in dieser Salome. Habians Puppe spiegelt die zwei Gesichter einer Traumatisierten. Das ist sozusagen die Projektionsfläche, die perfekte, die schöne Frau mit den Locken. Die ist für alle toll, Fassade. Ja, so. Und ich bin sozusagen die Seele, der Geist. Mir war wichtig, dass die Salome nicht zu dieser Bluterotik-Fantasie reduziert wird, sondern ich wollte unbedingt, dass sie diesen klaren Moment auch hat, dass sie ganz klar sich auch über dieses Männersystem stellt.